Ein Vorgang ist aus heiligen Geschichten, den wir euch vor die Seele rufen wollen. Ein Bild des Glaubenskampfs im Judenvolke zu einer Zeit der wildesten Zerrüttung, der Spaltung zwischen Israel und Juda, des Götzendienstes seiner Könige. Mit Flammenworten und mit Wunderzeichen bekämpfte schon Elias, der Prophet, den fremden Heidengreuel und hob den Mut des Volkes, das getreu dem Herrn geblieben. Ja, von Elias angefeuert, stand der wilde Jehu auf und tötete die Könige von Israel und Juda und tötet alle, die zu Baal gebetet, dem falschen Gott im Lande Israel. Doch blutgesaat war dies vergossene Blut. Die eigene Mutter des erschlagenen Königs von Juda, die herrschgierige Athalia, den Götzendienst zu retten, waffnet sie die kindesmörderische Hand. Voran der Söldnerschar mit hochgeschwungenem Dolch stürmt sie durch die Gemächer des Palastes. Und alle Kinder ihres Königshauses, all ihre Enkel lässt sie grausam würgen, dass keine Hand ihr nach der Krone greifen, kein König aus dem Stamme Davids fürder den Dienst Jehovas wieder schützen könne. Doch sie, des Himmels wunderbare Fügung, lässt aus der Schar der Hingeschlachteten ein Opfer retten, einen zarten Säugling. Der Knabe Joas wird dem Tod entrissen und in der Stille des verschwiegenen Tempels vom Hohenpriester Jojada gepflegt. Das Rätsel seines Lebens kennt er nicht. Er ist Eliakim, der Tempelknabe, der in gewohnter Andacht süßen Schauern sich nur dem Dienste des Altares weiht und in den Lobgesang des ewigen Gottes wetteifernd seine junge Stimme mischt. Thank you.
Gott, der euch erschuf, der euch befreit von Gott.